So sieht es aus, rund um Biogasanlagen in Bayern. Mais, der in Anlagen an Bakterien verfüttert wird, um Wärme und Strom zu gewinnen. Aber auch das ist Realität. Mais leidet bei Trockenheit. Schlimmstenfalls bildet er keine Kolben, wenn er zu viel Trockenstress hat. Könnte Hirse eine Alternative sein? Das erforscht das Technologie- und Förderzentrum für nachwachsende Rohstoffe. Hirse, auch Sorghum genannt, stammt ursprünglich aus Afrika, mag es warm und verträgt auch Trockenheit gut. Aber welche Sorten wachsen in Bayern am besten und können sie es tatsächlich mit dem Mais aufnehmen? Erster Erntetag auf dem Versuchsfeld. Wir haben fantastisches Erntewetter und jetzt wird's spannend. Wie schneiden unsere verschiedenen Sorghumsorten ab? Welche sind perfekt ausgereift, welche noch nicht so ganz? Das ganze Jahr über haben Mandy, Fritz und ihr Team die Pflanzen immer wieder bonitiert, also untersucht und bewertet. Sie haben aufgeschrieben, wann die unterschiedlichen Sorten die Rispen schieben, wann sie blühen, wie die Keimung war. Die Anforderungen der Landwirte an die Hirse sind hoch. Sie brauchen einen guten Ertrag, eine perfekte Abreife, also einen schönen Trockensubstanzgehalt, sagen wir dazu. Der soll mindestens 28% betragen, aber auch nicht allzu hoch werden, damit man das Material sehr gut silieren kann. Und wenn es zu feucht wäre, würde man sehr viel Feuchtigkeit, also Wasser, in die Biogasanlage reinfahren und später auch mit dem Gärrest wieder raus. Viel Wasser umeinander fahren, das keinen Gasertrag bringt, bringt nichts. Wäre nicht wirtschaftlich. Ein einfacher Test gibt Hinweise auf Reife- und Trockensubstanzgehalt. In den Körnern lagert die Pflanze ja Stärke ein. Und wenn ich die aufmache, sieht man, dass jetzt hier ist feuchte weiße Masse drin. Wenn das drin ist, hat die Pflanze schon so viel von ihrer Entwicklung gemacht, dass wir wissen, die 28 hat sie jetzt. Die Pflanzen jeder einzelnen der 50 Parzellen werden komplett gehäckselt und aus jeder ziehen die TFZ-Leute Proben. Jede Tüte mit Häckselgut bekommt eine genaue Kennzeichnung. Die verschiedenen Parzellen werden alle zur gleichen Zeit geerntet, um die Sorten zu diesem Stichtag vergleichen zu können. Ein Landwirt würde natürlich reife Hirse früher ernten und die noch grüne länger stehen lassen. Das erste Wiegen der frischen Proben geschieht gleich auf dem Feld im Auto. Später im Technologie- und Förderzentrum kommen die Spezialtüten, die kleine Löcher haben, in solche Trockenschränke. Nach mindestens 72 Stunden Trockenzeit bei 105 Grad werden sie wieder gewogen. Dann errechnet die Wissenschaftlerin den Trockensubstanzgehalt. Das sind jetzt schon 42,1% Trockensubstanzgehalt bei der Lucy. Das ist die frühreifendste Sorghumsorte, die wir haben. Schon seit langen Jahren ein Klassiker im Sortiment. Und die nächste? Die ist gerade mal bei 22,4% TS, also noch ganz weit von den 28% entfernt, die wir haben wollen. Also würde ich sagen, diese Sorte ist viel zu spät für einen bayerischen Standort. Aus den Daten entsteht jedes Jahr eine Liste des TFZ. Einfach den Bestplatzierten nehmen, genügt nicht. Landwirte, die Hirse anbauen wollen, müssen noch mehr beachten. Es kann sein, dass jemand sagt, ich habe einen Standort mit viel Wind. Dann möchte ich natürlich auch keine 4 Meter hohe Hirse hinstellen, die dann anfängt, im Wind so zu kippeln. Dann nehme ich lieber eine kurze, mit der ich auf der sicheren Seite bin. Landwirt Johann Bussel sammelt bereits seit 15 Jahren Erfahrungen mit Hirse in seiner Biogasanlage. Er ist experimentierfreudig, aber die Alternative zu Mais ist Hirse für ihn noch nicht. Die Hirse hat einen Nachteil, das ist die Gasausbeute pro organischer Trockensubstanz. Und wir sind in der Hoffnung, dass über Züchtungsfortschritt dieser Unterschied aufgeholt werden kann. Trotz 20% weniger Gasertrag füttert Johann Bussel seine Biogasanlage zu 10% mit Hirse. Er baut sie selbst an oder bekommt sie vom TFZ. Er sieht das große Potenzial der Hirse. Wir hoffen einfach, dass wir mit der Hirse ein Fruchtfolgeglied bekommen, ein erweitertes, das den gleichen Ertrag hat. Man kann auch ein bisschen auf Ertrag verzichten, wenn man andere Vorteile hat. Dennoch ist das Ziel, Hirsesorten zu finden, die beim Ertrag mit Mais gleichziehen. Und?
merken. Wir merken alle, es wird wärmer, es wird trockener. Wir brauchen eine Kulturpflanzenvielfalt, weil das ist wirklich Risikoabsicherung für die Landwirte. Irgendeine Kultur wird auch in schwierigen Jahren immer gut sein, also muss ich mich breit gestreut aufstellen. Außerdem sorgt Hirse für mehr Vielfalt auf den Äckern. Bei unterschiedlichen Blüh- und Erntezeitpunkten haben Bienen und andere Insekten durchgehend Futter. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.